So. So, hier waren wir stehen geblieben. Blöd, dass ich jetzt hier eine Strömung habe. Ach, das ist doof. Das heißt, ich werde das ja gar nicht mehr rauskriegen, oder? Huch. Bruchstein. So, in der Hoffnung, dass ich mir so dann damit helfen kann. Siehst du, das hat nämlich schon verdammt viel gebracht. Jetzt ist das Wasser nämlich hier ruhig. So. Jetzt ist das Wasser nämlich hier auch in der Mitte ruhig. Das ist sehr gut. Ja, ist ja gut. Ach, ich kann da auch hier in dem Gewässer jetzt, genau, ich muss ja jetzt nicht mehr. So, und dann weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es sinnvoll ist, hier jetzt weiter anzufangen. Machen wir einfach mal. So. So dass ich dann hinten anknüpfen kann. Ja, das geht schon mal. Und das Ganze müssen wir ja dann eine Etage ja auch nochmal größer, also nochmal machen. So.
es funktioniert, glaube ich. Das ist sehr schön. So, das Wasser hat sich jetzt auch hier in die Richtung gedreht. So, ich mache die mir hier aber nochmal voll, die Eimer. Sonst habe ich gleich ein Problem. So, der wird jetzt überflüssig. Jetzt brauche ich mal die Spitzhacke. Ich hoffe, das funktioniert. So wie ich mir das hier vorstelle. So, hier ist jetzt aber irgendwo eine Strömung drin. Die gilt es jetzt zu beheben. Boah, Gott sei Dank gibt es diese unendlichen Brunnen, ey. Das Wasser ist ruhig. Fürs Erste. So. Ja, das können wir ja so lassen. Aber das nicht. Habe ich jetzt noch... Ah, ich habe jetzt keinen Sand mit. Das macht aber nichts. Ich habe dafür das hier noch im Inventar. So. Jetzt bin ich aber wirklich weg. Wünsche dir noch viel Spaß und gute Nacht dann. Alles klar, der Zocker. Schön, dass du hier warst. Und ja, ich hoffe, wir kommen morgen irgendwie zusammen, dass das Internet jetzt hält. Wie gesagt, wir hatten ja heute einen Techniker da gehabt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Internet stabil ist. Und dass wir dann morgen auch dann mal Stardew Valley spielen können, wenn du darauf Lust hast, natürlich. Und ja, dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht. Schlaf gut. Und dann vielleicht bis morgen. Alles klar, ich freue mich auch. Bis dann. Das scheint jetzt hier, so wie ich das mache, zu klappen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie die Fische das hier annehmen werden.
So, komm. Alle Eimer, die wir zur Verfügung haben, nehmen wir jetzt. Na, hier sind die Tore jetzt offen. Hier können sie jetzt durch. Jetzt gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwie aus versehentlich Wasser weggenommen. Okay, das Wasser geht auch immer schön mit. So wie es sein soll. So, da müssen wir jetzt, oder können wir hier weitermachen? Geht das? Ja, wir müssen trotzdem auf die andere Seite, aber ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Dann sollte ich aber auch hier hinrennen. Hier ist schon einer. Oh, schön. Hier hat sich das Wasser dann schön jetzt aufgefüllt. So, einmal um die Säule herum. Sehr geil, das Wasser steht. Dann können wir nämlich auch gleich die Seedinger hier einpflanzen. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, bis sich das bei den Fischen rumspricht, hey, wir können auch... Okay, den brauchen wir nicht. Der ist fehl. So. Und dann nehmen wir jetzt hier die Seegürkchen. Der wird zwar nicht... so hoch, aber... das ist ja egal. Dafür hier die anderen. Und den hier machen wir auch. Den verstecken wir. So. So. Ich muss jetzt noch mal auftauchen. Ja, ich mal groß. So, hier machen wir ein bisschen mehr. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So. Na? Dann muss das hinterher hier noch alles mit Glas vervollständigt werden, aber mein Gott, das ist das kleinere Übel. Denke ich mal. Aber 60 Glas haben wir schon wieder mittlerweile. Das heißt, ich kann hier zumindest schon mal zumachen. Eine Lücke müssen wir ja so oder so haben. Denn wir müssen ja noch wieder Fische hier reinsetzen. Oh nein, hier mache ich gerade Mist. Aber Gott sei Dank haben wir die Silke am Start, weil hier kommt ja Sandstein hin.
So. Sehr schön. Jetzt war ich so klar. Ah, das geht. Gucke. So. Ach so. Wie hatten wir das hier gehabt? 3 breit wohl. 1, 2, 3. Ein, zwei, drei. Dann da wieder. Auf die Erde piep ich jetzt mal was. Aber nicht aufs Glas. Huch. Oh, je nachdem, wie du Speed kriegst. Schade. So, ich versuche mich auch immer zu beeilen, weil Fische können nämlich auch verenden, wie ich das mal gelesen habe. Nicht, dass wir irgendwann mal hier so einen toten Fisch auf einem Erdblock haben. So, die Seite ist ja fast zu. Sehr schön. Ich habe die halben jetzt, ich habe da halbe für genommen, ne? Genau. Habe ich jetzt leider nicht mit, aber das machen wir noch eben. Ich möchte nämlich hier so Zugänge haben, quasi. Ein bisschen können wir ja auch weiter zubauen. Yes. Das machen wir noch eben und dann war es das für heute. Ne? Sind ja auch schon wieder lange genug dran. So. Die Seite hier, die will ich auf jeden Fall mal zukriegen. Dann kann nämlich auch keiner hier von uns wieder reinplumpsen. Huch. So. Und hier können wir auch schon mal ein bisschen dicht machen. Ich glaube, dass unser Aquarium recht schön geworden ist. Also, da kann man nicht meckern. Jetzt müssen die Fische das nur noch annehmen, dass sie auch hier schwimmen können. Und dann haben wir auf beiden Seiten hier die Fische rumschwimmen. Ist doch auch ganz nett. So. Hier machen wir nämlich jetzt auch so. Na, hier haben wir einen Übergang, da haben wir einen Übergang. Hier haben wir auch noch keinen. Den haben wir hier, also machen wir den auch hier. Da sind sie sogar schon. Sehr schön. Ja, ist also bei den Fischen jetzt schon angekommen, tatsächlich. Das freut mich. Ja, und dann machen wir nämlich hier überall Zaun hin tatsächlich. Weil ich nicht möchte, na, hier kann man dann so durch, dass einer hier
drauf tritt, ne? Wo die Fische hier sind, da darf halt einfach keiner hin, weil Fische brauchen auch ihre Ruhe. Das weiß ich zufällig, weil wir auch mal Fische hatten. Die sind, was das angeht, sehr empfindlich. Oder hier machen wir was anderes hin. Lass ich mir mal was einfallen. Aber auf jeden Fall hier. Das ist Pflicht. Jetzt habe ich zwar nicht genügend mit, aber so weiß man auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. Obwohl hier außen brauche ich. Wie ich das dann hier innen gestalte, weiß ich noch nicht. Aber außen auf jeden Fall so, wie wir es da auch haben. Wird bestimmt ganz cool. So, 64 Glas. Zack, komm, das machen wir noch. Wir kriegen das ja sowieso nicht fertig. Deswegen ist das doch vollkommen in Ordnung, wenn wir das jetzt hier noch eben kurz vor Schluss machen. Ich habe halt einfach echt nur Schiss, dass die irgendwie krepieren, weil kein Sauerstoff mehr dran kommt. Na? Wenn alles komplett zu ist, dann kommt ja kein Sauerstoff mehr in das Wasser. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern das jetzt hier programmiert wurde in dem Spiel. Weil selbst in Aquarien hast du ja oben so ein Deckelchen und dadurch kommt ja auch so ein Luftzug immer wieder rein. Na, durch die Klappe, die ja da oben ist, auch für zum Füttern und so. Und da ist auch, glaube ich, so ein Schlauch drin, was auch irgendwie Sauerstoff, glaube ich, zuführt in das Wasser. Aber das haben wir ja alles nicht. Ich hoffe, dass da nichts in dergleichen irgendwie programmiert wurde. Und ich hätte damit Glas zubauen sollen. Ja, das mache ich dann jetzt aber außerhalb des Streams. Da müsst ihr mir jetzt nicht nochmal bald zugucken, wie ich da das restliche Gedöns jetzt da noch mache, damit da die Pflanzen nicht zu hoch werden. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ob nächste Woche überhaupt ein Stream ist, auf YouTube ist ja dann alles schon längst vorbei. Aber jetzt hier auf Twitch, ob ich nächste Woche streame, weiß ich noch nicht. Also am Wochenende, weil ich noch nicht weiß, ob ich da bin oder nicht, ja. Zumindest an einem Samstag. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Tschüss.